Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video. Wir sind heute auf der Suche, beziehungsweise wir sind schon länger auf der Suche. Der Harun ist hier wieder von ASG Remscheid an meiner Seite. Wir können als allererstes mal zu seinem neuen M3 hier beglückwünschen. Vielen Dank. Sehr, sehr, sehr schön konfiguriert. Alles schwarz. Ja. Hast du wirklich sehr schön gemacht. So gefällt er mir auf jeden Fall sehr gut. Plus den Emir, den können wir auch direkt beglückwünschen. Er hat sich auch was Neues gegönnt. Unfassbar. M8. Unfassbar. Ist mal was anderes. Ne? Unglaublich schönes Auto. Lambo hat er ja vorher gehabt. Jetzt hat er sich in M8 gezogen. Ist auch mal wieder was anderes. War eine absolute Vernunftsentscheidung von dem Kollegen. Ohne Scheiß. Besser geht nicht. Ne? Da wird, denke ich mal, auch das ein oder andere Video dazu kommen. Vielleicht machen wir beide auch nochmal zusammen eins. Ja, können wir machen. Wenn euch ein Video mit einem von den beiden Autos interessiert, könnt ihr natürlich sehr gerne in die Kommentare schreiben. Realisieren wir. Warum sind wir heute hier? Ich habe den Harun eigentlich schon seit längerem beauftragt. Ich suche ein neues Alltagsauto. Ja? Wie ihr wisst, mein alter Audi, 3 Liter Diesel, hat schon fast 400 auf der Uhr. Ja. Ist 2007 Baujahr. Ich hab den jetzt fast 2 Jahre gefahren. Und irgendwann reicht es dann auch. Der hat wirklich seinen treuen Dienst geleistet. Ich musste zwar viel reparieren, Motorgetriebe nicht, aber drumherum ist die eine oder andere Sache angefallen. Ja? Und ich suche, habe ich den Harun gebeten, er hat gute Kontakte zu Audi-Zentren drin, habe ich gesagt, Audi RS6 bitte. Ja. Und der Harun sagte, gedulde dich, ich suche dir was Feines raus. Mit wenig Kilometern, neueres Baujahr, Facelift, Performance. Nein, es war ganz anders. Und mit einer Menge Ausstattung. Nein, er wollte erstmal ein SQ7. Ja, genau. Haben wir nicht gefunden. Er weiß, ich bin sehr pingelig. Wenn es um mich selbst geht, finde ich nie ein Auto. Also es dauert mindestens 6 Monate. Habe ich ihn genauso behandelt. Wir haben nichts gefunden. Dann hat der Kollege mal Gelegenheit gehabt, einen RS6 zu fahren. Hat er sich natürlich sofort verliebt. Ja, und ja, und ich habe wöchentlich gefühlt Nachricht bekommen, ey, mein A6, der macht nur Probleme, Bitte. Ich habe wieder nichts gefunden, weil ich die Sache wie, als ob ich für mich selber suchen würde. Ja. Also auf gut Deutsch gesagt, Harun wollte mir den RS6 dahin stellen. Den RS6 und nicht mit irgendeinen. Ja. Und nicht irgendeinen. Ja. Jetzt, aber wie der Zufall es so wollte, habe ich gestern eine WhatsApp-Story gesehen. Oh, Entschuldigung. Mach mal immer auf stumm, bitte. Ja, klar, natürlich. Wie der Zufall es wollte, habe ich gestern Abend, hat Emir eine WhatsApp-Status gemacht mit einem RS6 vorm Haus. Ja. Und deswegen sind wir heute auch hier direkt bei Autohaus Jung. Nächsten Tag, ich schaue mir das Auto direkt an. Ey Bruder, ich hab den aber auf stumm. Hast du wieder ein paar Outtakes? Bruder, André ruft dann ASG. Ja, mach aus, die Scheiße. Okay, ich seh aus. Deswegen sind wir heute auch wieder bei Autohaus Jung. Und ich bin mega gespannt, weil ich glaube, ich muss ein paar Abstriche machen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich muss Kilometerabstriche machen, Baujahr, weiß ich jetzt schon. Und vielleicht ausstattungstechnisch. Aber da steht ein R6. Und vielleicht passt es ja. Wir gehen mal rein, wir fragen mal den Emir, was da los ist. Hier, du Frau. Komm. Ich hab einen Nackenfall, guck mal. So, Freunde, da sind wir. Emir. Hi. Schatzi. Na, wie geht's? Da steht das Ding schon. Harun? Ja. Ich muss eigentlich hier rote Teppiche ausholen für euch beiden. Ne, nee, das passt schon. Das passt schon? Das passt schon, ja. Emir, du weißt ja, ich bin gerade mega aufgeregt. Ja. Und du hast mir nichts davon erzählt. Ich habe gestern Abend habe ich durch Zufall deinen WhatsApp-Status gesehen. Wie du den Wagen hier vom Autohaus gepostet hast. Ja, stimmt, ja. Und du weißt ja, ich suche mittlerweile so ein Teil. Weiß ich, ja. Deswegen nenn mir bitte ein paar Eckdaten. Ich bin gerade, vielleicht passt es ja. Also 2013er, einer der ersten. Also der allererste. Der allererste R6, also von dem Modell, sage ich mal. Gelaufen, 165. Ja. Aber schau mal, ich kenne das Auto nicht. Das Auto ist gerade reingekommen. Ja. Es wurde mir angeboten von einem Typen, den ich kenne. Ja. So, das ist der zweite R6, den ich mir gekauft habe. Also ich kenne das Auto nicht, aber ich kenne ihn. Ja. Und das ist ein Pingel. Ja. Er ist selber Kfz-Meister. Und an dem Auto ist auch wirklich vieles neu. Die Inspektion ist komplett neu, die Bremse ist neu, Kupplungspaket ist neu. Ja. Also das Ding ist gut. Mhm. So, natürlich 165.000 Kilometer.
Aber natürlich am Ende kommt es auf den Preis an. Ja, aber du sagst, der kommt. Was war das nochmal? Das Auto ist ursprünglich aus Österreich. Ja. Also war ein österreichischer Fahrzeug, aber wirklich aus erster Hand können wir nachvollziehen. Und der ist komplett bei Audi serviciert, von A bis Z. Und das heißt, in Österreich darf man nur 120 km/h fahren? Genau, also ist vielleicht ein kleiner Vorteil, kannst du sagen, die Karre ist nicht verheizt. Richtig, ist keine verheizte Karre. Genau. Ja. Na, okay, bei den Dingern, ja. Also ist für mich so eins der schönsten Kombis. Also wenn du mal vergleichst, guck dir das Auto an, da war 1063 Kombi stehen daneben. Dann sind auf jeden Fall optisch gesehen, sieht das viel brachialer aus. Ja. Na, der Audi sieht auf jeden Fall super aus. Und vor allem wäre es natürlich ein krasser Sprung von meinem A6 2007 zum RS6, vom 3 Liter Diesel zum... Ja, das ist natürlich... Ja. Ich würd mir gerne mal den Motorlauf anhören. Ja. Weil da verstehst du eigentlich schon, Kettenrasseln vielleicht ja oder nein. Ja, komm mal an. Wie läuft der, ne? Läuft gut. Ja. So, jetzt starten wir mal, ne? Ja. Also er ist dreckig, er ist nicht aufbereitet. Ne? Ja, der ist ja gerade reingekommen, ne? Ja. Willst du machen? Das ist super. Ja, warte, läuft gerade erst. Aber was sagst du? Der läuft super. Gar nichts, ne? Also ich muss dazu sagen, ich habe hier sehr viele RS6 schon privat im Besitz gehabt. Der läuft schon sehr, sehr gut. Ja, also für die Laufleistung. Also ich glaube, ich habe noch nie einen gesehen mit so viel Laufleistung. Ja, ich auch. Selten, eher gesagt. Okay, aber du kaufst ja sowieso. Der so läuft, meinst du? Der sowieso neuwertige. Bei mir geht doch bei älteren. Du meinst, der so läuft? Ja, ja, der läuft ja, sehr, sehr gut. Das meinst du. Nein, das Auto läuft sauber. Ja, finde ich auch. Die Kerzen sind auch komplett neu. Ja? Ja, und die sind nicht billig, ne? Ist ohne Scheiß. Das Auto ist in sich nicht Kerzen drin. Ja. Ja. Wasserpumpe wurde bestimmt aufgemacht. Ja. Und der ist komplett. Der ist komplett durchserviciert. Komplett. Wirklich, du musst am Auto aktuell gar nichts machen. Anmelden, fahren. Komm, ne? Ein, zwei Gasstöße von die Luftmission. Sound gut, ne? Das ist Serie. Das ist ja das Schöne an dem Auto, ne? Das ist brutal. Hat der serienmäßig Klappen auf Gasanlage? Ja, hat er. Das ist schon ein brutales Auto, wirklich. Oh, jetzt ist du. Ja. Ja, jetzt anders. Geknallt, ne? Alter. Ja, Serie ist schon. Okay, pass auf, bevor wir weitermachen. Ja. Ich hab. Ausstattungstechnisch habe ich mir nicht angeguckt. Ich sehe, der hat schon Pano. Der hat schon Pano. Warte, das ist wichtig. Ich sag dir, was mir wichtig ist, bevor der überhaupt sonstige Frage kommt. Ja, sag mal. Ich sag das und du sagst, ob er das hat. Ja, komm. Dann gucken wir mal, ob das passt. Pano? Ja. Bose? Ja. ACC? Weiß ich gar nicht. Ich habe auch noch wer reingekommen, ich weiß es nicht. Aaron, hat der ACC? Ja. Ja, also du sagst ja, also hat das. Geil. Rückfahrkamera? Ja. Ah. Guck mal, wir kommen jetzt auch. Ist doch so ein gut. Fahrwerk? Der hat der nicht. Hat er nicht. Dynamik hat er nicht. Ja, gut. Kleiner Abstrich. Luftfahrt. Aber Farbe cool, das Daytona Grau ist das. Keramik hat er nicht, kann man nicht streichen. Keramik hat er nicht, aber die Wavebremse, ne? Ja. Die ist auch nicht schlecht. Er hat gleich. Der R hat auch die Wavebremse, ist ja auch drauf. Ne? Warte, wir machen den mal im Ausgang und besser soll. Und guck mal, Heckklappe, ne? Elektrische Heckklappe, genau. Und das ist das Wichtige, warum so ein Auto ja bei mir in Frage kommt. Klar, ich habe einen sportlichen Autokanal, sag ich mal, einen Autohandel. Ist ein sportliches Auto, ist ein elegantes Auto, hat viel Platz zum Arbeiten. Kannst alles machen damit. Ist ein Allrounder. Reisen, alles, genau, ist ein Allrounder. Ja? Aber den kannst du auch natürlich ein Projekt draus machen. Du kannst aus dem Auto wieder rausholen, Leistung, ne? Plus, was der noch hat, Zylinderabschaltung. Das heißt, du kannst das Ding auch sparsam fahren. Kannst du sparsam fahren, ja. Ne? Also ich habe ja, wie ihr wisst, habe ich ja die G-Klasse zurzeit, die ist komplett morgen. Habe ich aber gesagt. Das ist Feierabend. Ja. Also das macht gar keinen Sinn, ne? Wirtschaftlich gesehen. Nein, das kannst du vergessen. Ja? Da ich ja trotzdem ein paar Kilometer abreiße schon, kommt das Auto eigentlich in Frage, ne? Ja. Und es ist, du musst keine Abstriche machen, ne, bei dem Auto. Nein. Also ich habe ja selber einen Sohn, Hund. Ich bin so ein Ding mit 700 PS gefahren, Straight Pipe, das Ding hat Spaß gemacht. Ja, und du musst keine Abstriche machen, egal wo du hinfährst. Kannst du das Auto immer benutzen. Du kannst für die nächsten 5 Jahre dein Leben, musst du nicht umkrempeln. Ja.
Richtig. Beispiel, du bekommst ein Kind, kriegst du da rein. Passt, hast einen Hund, kriegst du da rein. Willst du Leistung, kriegst du da rein. Einkaufen, passt. Alles. Alles. Und du bist seriös alles. Unterwegs, ne? Ja, seriös, genau. Du bist seriös unterwegs in dem Auto. Nicht asozial. Das ist keine Asi-Karre, das ist ein schönes Auto. Es kommt drauf an, wie du abfährst, ne? Also, ja, okay. Halten wir mal fest. Voll ausgehen. Ausstattung passt halbwegs. Ja. Harun, du gibst Wasser immer dein Go. Du gibst immer dein Go. Die passen gut, Mann. Weil ich schaue ein bisschen auf Harun. Ja, okay, hör auf ihn. Mein Kopf ist wie DRT. Also, ja. Naja. Ausstattung passt halbwegs. Ja. Ja, gut, die anderen Felgen gefallen mir mehr, aber das ist ja kein Facelift. Das kann man ja ändern. Ja, es sind aber kein Facelift. Und dazu muss ich später was dazu sagen. Was mir aber aufgefallen ist, der hat vorne schon Scheinwerfer. Ah ja, das. Ah, ey, das habe ich ja voll vergessen. Ja, ey, der hat ein Highlight, das Auto. Das Auto das ist hat wahrscheinlich, ich gehe mal stark davon aus, erst einen kleinen Nachteil, auch wiederum Vorteil. Genau, erst einen kleinen Nachteil, vorne einen leichten Frontschaden. Ja. So. Und weil, warum baut man sonst? Genau, er hat den dann komplett auf Facelift umgebaut und auf Matrix. Ja. Und jeder, der sich auskennt, so in Podium oder so, könnt ihr mal ein bisschen gucken, es ist sehr schwer, die Matrix scheinbar da anzubauen, dass sie funktionieren. Dass sie funktionieren, da muss ein Steuergeld reingehen und keine Ahnung. Ja. Also er hat mir gesagt, das war wirklich eine Herausforderung, aber die er wohl geschafft hat. Und Unfall spricht erstmal nichts für mich gegen. Wir schauen uns das mal an. Also ich habe den Lack auch gemessen, der Lack ist original. Wo soll der Unfall gehabt haben? Der war hier. Hier vorne rechts. Also können wir uns einmal zusammen anschauen. Genau. Hier. Wichtig ist immer, mach die Haube zu, ich mache jetzt die Haube zu und dann ist immer wichtig, dass man sich so ein bisschen die Spaltmaße anguckt, ne? Dass das jetzt nicht komplett wegläuft hier, dass es alles sitzt. Wenn das jetzt hier krumm und schief hängt, dann ist das natürlich, dann haben sie sich keine Mühe gegeben beim Zusammenbau. Ne? Wenn ein kleiner Unfall ist, man hat den vernünftig repariert mit Originalteile und so, spricht für mich nichts dagegen. Das ist so, wenn wir uns den Arm gebrochen haben, wir kriegen eine Schiene, wir haben eine kleine Narbe, okay, wenn es schön gemacht ist, wir bleiben derselbe Mensch. Wir sind kein anderer Mensch. Richtig. Das Auto, das Fundamentum bleibt. Ja gut, das ist ja egal. Du fährst in die nächsten 4-5 Jahre. Genau. Und das ist ja kein Auto zum Wiederverkauf für mich. Ja, das ist für dich persönlich richtig. Okay. Das ist wirklich, soll das ein Alltagsauto sein. Ne? Aber so, ich sehe keine Lackläufer oder sowas. Nein, das ist perfekt. Also wirklich. Ich habe den auch gemessen. Ist alles original. Also das heißt, das sind alles neue Austauschteile. Austauschteile. Ja. Durch alles Austauschteile. Ja, selbe Farbe. Das ist natürlich das passt dann. Wenn der dann noch geradeaus fährt, dann Nein, also auch Mühe gegeben. Also, ist für mich kein Ausschusskriterium. Du kannst ja gleich fahren. Ich habe ihn nicht gefahren, er wurde mir geliefert. Ich habe keine Ahnung, aber laut seiner Aussage auch das tipptopp. Ja. So, das könnt ihr gleich, fahrt einfach gleich und guck. Fahren wir eine kleine Runde. Wir fahren gleich eine Runde, genau. Gut. Ja. Ja, dann würde ich sagen, weil es halt vorne rechts der Schaden war, wäre es mir wirklich sicher, eine Runde zu fahren, ob er gerade ausläuft von alleine. Okay, und machen wir. Wenn das passt. Ja, dann packe ich die Schilder drauf. Sollen wir eine Runde fahren? Ja, fahren wir. Na, guck mal, wie es geht. Ihr beide? Wir stechen aber einfach ran. Ja, dann fahren wir beide. Wir fahren alle zusammen. Ey, wir haben Cordona, die hatten uns nicht. Ja, hast du recht. Ja. Fahrt ihr beide? Wir fahren beide. Ja, fahren wir beide. Du fährst, ich bin Beifahrer. Ja. Wir kuschen in der Zeit den Kameramann. Okay. Ja? Gut, machen wir so. Okay. Dann sehen wir uns gleich im Auto wieder. So, Emir. Ja, dann gleich mal sagen. Da sind wir. Fahren wir los. Wer hätte das gedacht, dass ich mal bei dir ein Autoprobe fahre? Ja, kannst mal sehen. Zufälle, ne? Zufälle sind halt manchmal so. Komme ich denn hier am besten raus? Immer? Das ist ja. Ja, ist ein bisschen schwierig. Jetzt musst du nochmal so ausschmecken. Pass auf, da. Ja. Alles gut. Genau. Jetzt kannst du raus. Das ist auch ein Kunstwerk hier. Rein, raus. Immer. Ja, klar. Willst du machen, so ist das. So, bist du schon mal so ein Ding gefahren? Fährst du das erste Mal? Bist du schon mal gefahren, glaube ich, oder? Ich bin bei Harun letztens eingefahren und da habe ich mich dann so, da habe ich am Blut geleckt, ne? Ja. Wir haben den weggebracht und da habe ich echt Blut geleckt. Muss ich wirklich sagen. Ja. Das macht Spaß, ne? Also wie gesagt, ich bin auch zum ersten Mal jetzt Beifahrer. Ja, in so einem R6, echt? Nee, bei dem Auto, geschweige denn Fahrer. Ja. Ich habe das Auto, ich habe keine Ahnung, wie das Auto fährt. Das musst du jetzt. Ich muss, ich muss wirklich sagen, dass sie schon. Die haben schon Power, ne? Ja, die sind flott auf jeden Fall. Sind schon flott, ne? Die haben keine Traktionsprobleme, ne? Quattro. Geht schon gut. Und V8 Biturbo halt, ne?
Und natürlich was die Optik. Ne? Ich bin ja so ein Optiktyp, sag ich mal. Das ich ist der ja eleganteste Sportkombi. Das ist wirklich so, das Kombi ist das Maximum optisch gesehen. Ne? Ja. Einfach breit, lang, ja. Super. Ehrlich. So ein sportliches Kombi, ne? Das kann aber Audi. Audi Kombis bauen können die. Also, das können die echt gut. Also erster Eindruck ist gut, ne? Richtig. Ja, ich muss sagen, es klappert nichts. Ja. Du hast kein Spiel in der Lenkung. Ja. Er fühlt sich gut an. Du hast ja ein Feeling dafür. Du merkst ja, wenn was nicht stimmt. Guck mal, ich merke schon als Beifahrer, merke ich das schon. Das ja, ist Auto. Richtig. Ich kann das schon fühlen, weil ich mit so viele Autos in meinem Leben. Deswegen hast du das gerade angesprochen. Ne? Genau, das ist schon. Schalten. Er schaltet ohne weich. Gleich müssen wir mal auf S mal gucken. Gleich mal nach vorne kannst du so ein Stück kannst du ein bisschen schneller fahren. Ja, fahren wir den kurz warm, ne? Ja. Ja. Der lief ja gerade ein bisschen, 90 Grad Wasser, ein bisschen müssen wir noch fahren. Also guck mal, schalten. Ja. Weich. Ja. Ja, die Kupplungspakete sind neu, ne? Ja. Das ist ganz neu. Ist auch wichtig. Das hast auch schon mal eine Sorge weniger. Richtig. Ja. Öl ist neu vom Getriebe, ne? Ja, ja, alles. Ja. Der hat den wirklich also alles gemacht. Halt Kfz-Meister, ne? Ja. Wir sind halt ein bisschen in der Hinsicht achtlich schon drauf. Eben, ja, weißt du was? Eine Sache stört mich wirklich. Was stört dich denn? Ausstattungstechnisch muss ich hier, glaube ich, ein bisschen zu viel Abstriche machen. Meinst du nicht auch? Weiß ich nicht. Ja, ich weiß, was fehlt. Was denn? Warte mal. Warte mal, holst du denn da jetzt aus dem Handschuhfach? Das hier fehlt. Was ist das denn? Beifood. Oh. Das ja, fehlt. Mal. Geil, sogar mein Lieblingsgeschmack. So, genau, Banane. Banane. Das ist die Ausstattung, die fehlt. Ja. Jetzt, ne? Schön. Mach dir Emil ja schön auf. Ja. Ne, und dann kannst du mal schön trinken. Perfekt für den Hunger zwischendurch, ne? Genau. Und wenn es ganz knapp wird, haben wir noch so einen Riegel vorbei. Riegel hast du auch noch? Ja, aber den esse ich jetzt. Den isst du? Genau. Okay. Das zum Thema Ausstattung, es fehlt gar nichts mehr. Also so ein Ding hier hat 33 Gramm Proteine, ersetzt eine komplette Mahlzeit, hat 500 Kilokalorien und hält 3 bis 5 Stunden satt, Freunde. Das heißt, wenn ihr mal unterwegs seid, mal Hunger habt, wie ich oder Emir, knallt euch entweder ein Getränk rein oder so einen Riegel. Genau. Und seid dann gesund satt, ne? Und müsst euch nicht irgendwie so einen Fastfood-Kack rein zwitschern oder so alles. Nährstoffreich, hier auch alles, Vitamine, alles mit am Start. Und Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wie immer gibt es natürlich mit meinem Code 10% auf das ganze Sortiment. Perfekt. Ja. Ey, das schmeckt ja Bombe. Ist gut, ne? Jeder, der den Weißen bis jetzt probiert, der sagt, schmeckt super. So, Fahrwerkstest hatte ich auch auf jeden Fall bestanden auf der hubbeligen Piste. Ja, das ist gut. Wie gesagt, klappert nichts, alles gut. Klappert nichts, schlägt nichts, ja. Ne? Fühlt sich straff an. Jetzt können wir mal hier. So, jetzt hast du Temperatur. Wie machen wir? Machen wir Dynamik, an? Machen wir mal hier. Genau. So, jetzt gehen wir auf Dynamik, ist er schon. So. Das haben wir. Dynamik, ist er drin? Ist er drin. Genau, das dann, heißt, dann geht die Klappe auch auf, ne? Genau, jetzt auf bist du aber auf M, mach den so. Was das soll? Ne, mach mal rechts, genau, selber schalten. Genau, ich will so. Selber schalten, okay. Genau, selber gut. Schalten, ja, besser. Ja, dann. Genau. Können wir, hier haben wir nicht einen kurzen Tunnel. Können wir ein bisschen gucken, was soundtechnisch abgeht. Ja, dann komm. Klappe es auf. Ja. 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 Wahnsinn. Ja. Und viele werden sich gerade fragen, was das war. Da war der Begrenzer und den liebe ich beim R6, weil der macht nur so richtig Knallt, ne? So bam, 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 bam. Den liebe ich. So, pass auf, mach den mal auf D einmal. Ja, D. Gib mal einmal so einen Kickdown. Einmal einen Kickdown? Genau. Aus. Mach mal ablehnen kurz. Oben rechts, oben links. Genau. Jetzt so einen Kickdown, ne? Mach mal einen Kickdown. Okay. Der schiebt. Der schiebt. Der schiebt ohne Ende. Aber ich sag mal so, für die Größe, für das Gewicht, ne? Serie. Bombe. Ja, Wahnsinn. Bombe. Das ist krank. Und? Was meinst du so? Inwiefern? Ja, so
Siehst du dich in so einem Auto? Ja, ist komplett. Ich habe auch mein bester Freund und so, die sagen alle, die haben immer schon mal gesagt, RS6 ist halt die Endstufe, ne? Ja. Also mehr geht halt nicht. Es war halt immer nur eine Sache, du darfst dich halt nicht überstürzen im Leben. Nur jetzt gerade ist so eine Phase, wo ich sagen könnte, es könnte passen. Weil, wie gesagt, der alte Audi, es lohnt sich nicht mehr. Da muss langsam was... Motorgetriebe läuft top, aber ich habe so viel repariert eben, so viel Kleinigkeiten. Irgendwann nervt's. Ja. Du machst 4-5 Sachen, 2-3 Wochen gut und dann kommen wieder 4-5 Sachen. Das macht keinen Spaß mehr, ne? Fast 400 gelaufen. Hast du zu viel Kilometer auch. Okay, die alten, die Motoren, ich weiß es ja. Und hiermit kann man eventuell ein paar Videos machen und alles, ne? Ja, so eigentlich für dich super. So, also für mich ist es eigentlich, es passt, ne? Meine ich auch. Ja. Ja. Wie, was sagst du denn? Siehst du mich in dem Auto, oder? Ja. Das, irgendwie steht er dir. Ja, ne? Irgendwie steht er dir. Ich weiß auch nicht so. Also Kombi, wie gesagt, ich mag auch Kombi halt. Du kannst immer was transportieren. 4 Felgen, Bombe. Passen immer. Musst du keinen Kopf machen, ne? Ja. Ja, so für deinen Job ist das eigentlich super. Aber ich würde gerne noch mal den Leuten, sag doch mal, dein M8 mal. Was ist denn da los? Also. Ich habe ganz am Anfang des Videos ein bisschen angeteasert. Ja, ich habe schon einen M8 gekauft. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen so leistungstechnisch und so, was da los ist. Ja, es ist ja so ein frisches, von frischem Baujahr her. Ja. Ich glaube, ich 7-8 Monate alt. Ja. Und das Auto hat man Tuner gehört. Olitzky Tuning, kann man ruhig sagen. Olitzky Tuning, genau. Warum nicht? Das war sein, privater Wagen. Sein privater Wagen. Ja, ich habe den jetzt gekauft. Von Toka. Wie viel Leistung haben die Serie? Der hat Serie 625, das ist ein Competition. Der hat jetzt ein paar Sachen gemacht. Und er hat ihn gemessen mit 700. Ja, genau. Ja. So, 700, jetzt guck mal, 700, aber ohne. Ohne Software. Ohne Software. Ja. Weil der kann die Software noch nicht machen, weil das System noch nicht frei ist dafür. Kommt da nicht drauf auf die Steuer. Aber wird jetzt bald gemacht. Ja. Und dann, wenn das frei ist, dann macht er uns das drauf. Und dann müssen wir gucken, was wir an Leistung haben. Bestimmt über 800. Ja. Und da können wir vielleicht irgendwas, ein Video vielleicht mal machen. Ja. Weil das Auto ist schon bekannt bei YouTube. Ja, stimmt. Und die kennen das Auto, die richtig. Ist schon bekannt. Ne? Also vielleicht können wir mal so mal gucken, so just for fun. Also der ist jetzt schon schnell. Ja, glaube ich. Der ist jetzt schon schnell. Zeiten in Messen würde mich echt interessieren. Ja, sag noch nichts, müssen wir echt mal messen. Ja, können wir machen. Ja. Aber jetzt hier R6, wirklich muss ich sagen, Bauchgefühl, Fahrgefühl, passt alles. Ja, also wie gesagt, wir sind Freunde und wenn ich ja was Gutes tun kann, dann, ne? Also, du weißt ja, wie ich bin. Ja, müssen wir uns gleich mal über was unterhalten, ne? Ja, wir reden gleich. Also du sagst erstmal gleich, Bauchgefühl passt, ich will es haben, ja oder nein. Und du sagst, ja, ich will es haben, dann sage ich dir, was und wie. Und wenn du einverstanden bist, ist es dein Auto. Und ich brauche es nicht inserieren, ich brauche die Bilder nicht machen, Flotte oder nicht irgendwie jetzt aufbereiten. Genau. Kannst du selber machen. Ja, das kann ich, das schaffe ich selber noch. Ja. Eigentlich dreckig ist er jetzt auch nicht. Nein, ein bisschen die Felgen so. Ja. Zum Glück mal wieder schönes Wetter, ne? Ja, auf jeden Fall. Tut gut, ne? Ja, endlich mal wieder ein bisschen Sonne. Geh mal ganz, komm. Das macht echt Spaß, ne? Das macht echt Bock. Macht echt Spaß. Das ist echt geil. Ist auch für die Kilometer sauber von innen, vom Innenraum her. Ja. Auch von außen. Du siehst, ich habe keinen großen Kratzer gesehen. Richtig, keine Beule, Delle. Super, der ist echt gut erhalten. Kein ne? Kratzer großen oder sowas. Ja. Auch von innen, das längst noch die Sitze. Richtig, nichts abgegriffen, nichts abgesessen. Keine Fehlermeldung, gar nicht. Stinkt nicht. Nee. Wie gesagt, Österreich war da in einer Hand die ganze Zeit. Ja, also wie gesagt, für den Handel muss er günstig sein. Für mich zum selber fahren macht mir das alles nichts aus. Guck mal, du bist ja bei mir, also wird er günstig sein. Ja, für genau. Dich, es geht ja, du willst das Auto ja fahren. Ja. Du willst nicht weiterverkaufen. Richtig. Und deshalb bekommst du einen Spezialpreis. Einen Spezialpreis. Ich hoffe, müssen wir uns gleich mal drüber unterhalten. Machen wir. Guck mal, ob der Harry hat so sagt hier, ne? Ja, genau. So, ich würde sagen, ich muss den Zuschauern mal eben kurz hier am Hof ein bisschen Zaun zeigen. Die müssen ja von außen auch mal gucken, was so ein R6 von sich kommt. Er ist schon brutal. Geh mal einmal kurz nach hinten, der Lauf.
Das ist Lambo hier. Gut. Da ein paar andere Felgen drauf, ein bisschen tiefer legen. Hast du eine geile Karre. Wirklich. Ohne Scheiß. Sag mal, was musst du haben für das Ding? Was ich haben muss? Für mich. Guck mal. Komm. Wir sind Freunde. Ja. Und du weißt, ich will am Freund nichts verdienen. Ja. Ich sag dir meinen Einkaufspreis. Sehr, sehr geile Eigenschaft okay. Übrigens. Haben nicht viele. Haben nicht viele, ich ja. Habe es. Geld ist nicht alles im Leben, davon werde ich nicht reicher. Ja. Auch nicht ärmer. Ich habe für die Karte 40 Mille bezahlt. Wenn du willst, kannst du Auto 40 Mille haben. So, es gibt einfach das Geld. Also mein Gefühl sagt ja. Schon ja. Aber wir gucken einmal. Ja, das ist mal. Auch für die Leute interessant. Ja. Kommt mal bitte einmal, wir gucken, schauen jetzt einmal zusammen. Ich gebe jetzt einfach mal ein, ne? Audi. Mhm. R6 und dann müssen wir ab 2013 machen, weil ab da gibt es das Modell erst. Genau. Und mach Kilometer, aber mach bis 200.000. Machen bis 200.000? Genau. Und brauchst du keine Ausstattung gar nicht. Einfach nur so. Geh mal auf billigsten. Warte, ich mach noch eine Sache, weil sonst sieht das doof aus. Deutschland. Ja, weil wir sind in Deutschland. Ja, ich fahre jetzt nicht in ein anderes Land für ein R6. Nee. Diese sind schon 80 weniger. Ja. Machen wir Preise aufsteigen, genau. Das heißt billigster R6 deutschlandweit, 40,9. Siehst du? Deal. 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 Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, da bitte. Kann ich nicht Nein sagen. Wenn es nur der billigste R6 Deutschland ist, dann... Ja. Ja, hallo? Und das war ein Privatanbieter, was für ein Auto ist. Das Auto kennen wir wenigstens. Na? Ja, also wir kennen den... Nimm ich. Den Ex-Besitzer kenne ich auch. Dann brauche ich nicht lang rumfackeln. Ja, alles klar. Also erstmal wieder nicht lumpen lassen. Ja, ich lasse mich doch nicht. Ey, und dieses Wort lumpen lassen, ja. Ich habe es erstmal bei dir gehört. Ne? Ehrlich? Und ich habe mal so irgendwann mal so gegoogelt, was heißt das überhaupt? Du geilst nicht rum, du willst Geld ausgeben. Also sieht man. Damit die Bescheid wissen, ne? Geil, Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. So realisieren mäßig ist natürlich immer schwer, ne? Aber freut euch schon auf ein paar geile Videos. Ich habe jetzt schon ein paar Visionen, weil du weißt ja, wenn man ein Auto kauft, oder kaufen möchte, man malt sich schon aus, was man so macht, Felgen, Fahrwerk und so ein bisschen Optik. Ne? Ja, wir sind gespannt. Ja. Ich freue mich, dass ich eine Freude machen konnte. Guck mal, habe ich ja mal bei dir ein Auto gekauft. Geil. Geil, geil, geil. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Ich freue mich, also für mich geht gerade, damit ihr das fühlen könnt, dieses Auto als Alltagsauto zu fahren, für mich geht ein Megatraum in Erfüllung. Und das habe ich auch wirklich nur größtenteils euch zu verdanken, dem Support, das muss man mal sagen, der jetzt hier noch zuschaut, Respekt, der ist wirklich ein Supporter und einfach nur ein tiefes Danke aus dem Herzen, das ist null selbstverständlich, ja. Null, 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 ich gebe mir die beste Mühe, für euch geilen Content zu produzieren, der euch unterhält, weil im Endeffekt machst du ja nichts anderes, du bist zu Hause, willst unterhalten werden, schaltest ein, YouTube, und es ist für mich eine Ehre, wer da Turbozalo sucht und meine Videos schaut, ohne Scheiß. Und Emil war die letzte Zeit auch dabei. Und wenn wir euch unterhalten können, ist mir das eine große Freude, wenn ich dann noch sowas im Alltag fahren kann. Einfach nur ein geil. Großes Dankeschön. Ja, von daher würde ich sagen, hat euch das Video gefallen? Lasst den ganzen Daumen nach oben, gerne da ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Es kommen auf jeden Fall ein paar geile Sachen. Schöne Ostertage, ne? An alle, die dran glauben und nicht, die es feiern, die es nicht feiern. Sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Haut rein, ciao. We gon' burn it down.